Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt. Ich war in Furiosa. Ja, ich komme ein bisschen zu spät, was jetzt halt irgendwie das Ganze angeht, aber was Besonderes haben wir gemacht. Und zwar waren nämlich der Vassili von Willis Videotreff, der Ingo von Ingo Film Freak und ich. Ich hatte immer schon mal die Idee, lass uns doch mal zusammen in den Film gehen und dann macht jeder von uns ein Video drüber. Ja, und das ist jetzt halt einfach meine Version davon. Ingo hat seins schon rausgebracht. Wenn auch der Willi von Willis Videotreff seins rausgebracht hat, werde ich die beiden hier auch unten verlinken. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, also, was habe ich davon erwartet? Ich habe mir vorher gar keine Trailer angeguckt. Möchte jetzt einfach mal mit euch drüber reden. Normalerweise gehe ich ja immer so drüber durch. Erstmal, was passiert in dem Film? Die Handlung in kurzer Wiedergabe. Dann kommt ein bisschen was an Einordnung und im Anschluss mein Fazit. Ich bin der Meinung, dass ihr euch den Film, wenn ihr Freunde von Endzeit seid und auch die vorigen Mad Max-Teile gesehen habt oder Filme in dieser Richtung, dann könnt ihr den auch, wie sagt's der Ingo, unfallfrei gucken. Und ja, so ähnlich ist dann halt eben auch meine Meinung dazu. Ich möchte die Handlung also nur kurz umreißen. Wir bekommen hier die Vorgeschichte von 2015er Mad Max Fury Road. Regie geführt hat tatsächlich auch wieder George Miller, so wie in allen Mad Max-Filmen. Auch jetzt in einem Film, der technisch gesehen Mad Max enthält, aber auch nicht. Und Musik gemacht hat Junkie XL. Das ist auch insofern interessant, weil es auch Junkie XL war, der in Mad Max Fury Road die Musik beigesteuert hat. Und die war damals, muss man sagen, sehr ikonisch. Also es gibt dann halt dieses Verfolgungsjagd-Thema aus dem Film, das höre ich mir auch auf dem Weg zu Conventions oder zu LARPs oder sonst wie immer wieder mal an. Aber das nur mal so am Rande. So. In der Vorgeschichte bekommen wir jetzt also die, wie der Name schon sagt, Furiosa-Entstehung. Furiosa, die irgendwann mal, das wissen wir, in Fury Road dann als Imperatorin bei Immortan Joe endet. Der Film beginnt damit, dass Furiosa sich einen Apfel holen möchte, ist noch ein kleines Kind oder ein jüngeres Kind, wird dann entführt. Und wer hat sie entführt? Eine Gang, die wieder rauskommt, von Dr. Dementis. Für mich hat sich das immer wie Dementis angehört. Ich habe jetzt nachgelesen, es ist Dementis. Also vielleicht liegt es nur an der deutschen Synchro, ich bin mir da nicht sicher. Gespielt übrigens von Chris Hemsworth, den man fast nicht wiedererkennt und der ganz sicher mehr Spaß hatte als sowieso schon am Set von Tor 3, aber ich bin schon bei meiner Einordnung. So, jetzt ist Furiosa jedenfalls bei ihm irgendwie untergebracht, will da natürlich nicht sein und möchte wegkommen. Und jetzt passieren halt irgendwelche Dinge, die dann dazu führen, dass sie dann bei Immortan Joe landet. Und dann ist der Film rum. Mehr möchte ich an der Stelle von der Handlung gar nicht erzählen. Für diejenigen, die halt einfach noch nicht in diesem Film drin waren. Ich werde noch ein ausführliches Video machen, je nachdem, wie sich das Video hier klickt. Denn ich bin zu spät zur Party, ich weiß es. Ja, also springe ich gleich in meinen Teil der Einordnung. Schön, dass es eine einheitliche Handschrift gab. Ich habe bisher nur gesehen, dass viele andere, vor allem auch deutsche YouTuber, den Film eher mäßig bis schlecht aufgefasst haben. Und auch hier gehe ich gegen die Masse. Ich habe kein Verständnis dafür. Also, ich saß im Kino, guckte ab und zu mal so rüber und habe dann auch wohlwollende Gesichter bei den anderen Zweien gesehen. Und tatsächlich kann ich jetzt nicht verstehen, was der an negative Kritik abbekommen hat. George Miller hat seine eindeutige Bildhandschrift hier einfach fortgeführt. Wir haben hier etwas, was in anderen Auskopplungen von großen Reihen wie Terminator einfach nicht funktioniert hat. Und für mich hat Furiosa hier ganz gut funktioniert. Es hat natürlich aber auch Schwachstellen in dem ganzen Machwerk gegeben. Dazu komme ich aber auch noch. So fand ich also jetzt die Bildsprache gut. Musikalisch, muss ich sagen, hat er mich leider in seinen 2 Stunden 28 erst ab der, ich glaube, 90. Minute irgendwie so richtig berührt. Denn bis dahin hat der Film einfach einen sehr farblosen Soundtrack auf mich projiziert. Also, es ist was gelaufen, ich könnte euch aber jetzt nicht das Thema nachmachen. Wenn ihr mir jetzt sagt, pfeif oder summ doch mal den Soundtrack von Fury Road, das kriege ich hin. Aber Furiosa, ich kriege den Namen nicht raus, da habe ich Probleme mit. Das war ganz spät erst, dass da wirklich was kam. Der Film ist übrigens aufgeteilt. Ich wusste vorher nicht, wie enorm lang der ist. Der ist in einzelne Kapitel unterteilt. Die möchten uns auch wahrscheinlich suggerieren, dass es hier gewisse Zeitsprünge zwischendurch gibt. So wird ja Furiosa auch älter in dem Film.
Und ja, da möchte ich auch überleiten, was mir nicht ganz so gut gefallen hat. Der Film hat ein Problem, was einfach die Kontinuität angeht. Und das ist ein Thema, das haben viele Regisseure. Ich kenne auf Anhieb keine Fortsetzungsvorverfilmung, falls ihr mir folgen könnt, die diese Logikprobleme nicht selber sogar erschafft. Das ist bei George Lucas nicht besser gewesen, bei Star Wars. Das Problem kennen wir von Ridley Scott und Prometheus und Alien Covenant, die schon in sich nicht zueinander gepasst haben in dem Sinne, als aber noch viel verheerender, sie uns mit noch viel mehr offenen Fragen zurückgelassen haben, als überhaupt am Anfang gestellt wurden. Und bei Furiosa, ja, sehr konzentriert diesmal, da haben wir auch wieder das zweite Problem. Es passt deswegen nicht so gut und nahtlos zum Mad Max Fury Road Film, weil es hier unnötigerweise eine Szene am Schluss gibt. Wenn man die rausgelassen hätte, dann wäre der Film deutlich besser gewesen. Und das hat mir ein bisschen zerstört. Ah, da verstehe ich auch, ich weiß nicht, ob Kritiker jetzt im Einzelnen darauf rumgeritten sind, auf eben dem Ende vom Film. Aber das hat es etwas gedämpft. Dann das zweite Problem, es wird übererklärt. Und das kennen wir auch von Han, wie hat Han Solo seinen Nachnamen bekommen? Ja, ein imperialer Offizier hat ihm ihn gegeben. Wie kam Han Solo an seinen ikonischen Blaster? Ja, jemand, der aussah wie Woody Harrelson mit irgendwie Sturmtruppenklamotten, Anführerzeugs, hat ihm den gegeben. Also, das ist halt irgendwie nervtötend und das hat der Film an sich nicht gebraucht. Vor allem, wenn der Film heißt Furiosa, Mad Max Saga, dann erwarte ich hier nicht, dass mir in diesem einen Film vollständig erklärt wird, wie kam sie zu ihrem Namen, wie ist das passiert, wie ist so gewesen. Das wurde bei mir, alles, was bei Fury Road angesprochen war, wird jetzt in diesen 2 Stunden 28 in diesen einen Film gepresst, dass wir auch wirklich ja diesen Effekt haben. Ja, jetzt, genau. Oder um es mit Damok und Jalad auf Tanagra für die Star Trek TNG-Fans auszudrücken, um mit den Bildern zu sprechen. Leonardo DiCaprio auf dem Sofa, seinen Arm ausgestreckt, sitzend und wedelnd, schnipsend mit dem Finger. Ja, also ich sitze die ganze Zeit über dann halt da und erkenne, ah ja, jetzt hat sie da, ah jetzt ist so. Das ist dann aber leider wie auf einer Checkliste. Das finde ich auch ein bisschen abtörend. Das sind meine 2 Negativpunkte. Jetzt würde ich gerne wieder den positiven Ausklang finden und dann ist es auch schon vorbei mit dem Video. Schaut euch einfach, wenn ihr Freunde von der Zerstörung von Vehikeln und von diesem endzeitlichen Leben seid, von diesem ganzen Ödland, was wir da geboten bekommen, und ihr ein bisschen auf die Charakterentwicklung der Welt steht, die ist nämlich hier auch im Vordergrund. Wir sehen hier mal andere Schauplätze. Also es geht jetzt nicht darum, wie kommt Immortan Joe in diese Kuppel? Das ist natürlich eine legitime Frage, die wird aber hier nicht beantwortet. Ja, wir haben ja auch schon dort eben diese Welt, die größer ist. Wir haben das Ödland, wir haben die Bullet Farm, wir haben Gastown, wir haben die Zitadelle, wir haben diese Familie und ein paar andere Nebencharaktere. Ja, hier kommt, wie gesagt, das zweite Problem, übererklären. Gleichzeitig haben wir aber auch zu wenig Erklärung. Und jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, der Film besteht, wenn ich jetzt hier mal andere YouTuber, ich glaube, es war sogar der Ingo, der gesagt hat, Handlung vom Film. Leute fahren von A nach B und von B wieder nach A. Und dabei gehen Autos kaputt. Ja, ganz genau. Und mehr Handlung braucht auch einfach ein solcher Film nicht. Ich erwarte das, wenn ich in einen Furiosa-Film gehe, der in dem Mad Max-Universum spielt, dann bin ich jetzt nicht hier auf Shakespeare'sche Dialoge oder sowas aus. Ja, übrigens, bei Shakespeare war es auch nicht anders. Bei den Komödien waren irgendwelche abgedrehten Fabelwesen, die irgendwelchen sinnlosen Kram gefaselt haben. Oder es war ein Drama und alle sind gestorben. Nennt mir doch mal in den Kommentaren, wenn ich mich irre und es anders war. Wie ging Hamlet noch mal aus? Was war bei Othello? Nur mal so als Frage. Ja? Und wenn ich jetzt Furiosa sehe, verstehe ich halt nicht, wie Kritiker dann um die Ecke kommen können und sagen, ja, wie schlimm der ist und der ist so generisch und der ist so beliebig oder sonst was, was ich so in Thumbnails oder schon in Schlagzeilen alles gelesen habe. Der Film hat eine Lauflänge, die ihm vielleicht nicht gut tut. Ich sehe da halt einfach ein Potenzial, dass er ungefähr 25 Minuten kürzer sein darf. Ich möchte hier positiv hervorheben. Also wir haben eine sehr gute Darstellung. Immortan Joe taucht auf. Furiosa finde ich als Figur völlig in Ordnung, wie sie dargestellt wird. Es wird mir bei ihr ein paar Sachen, auch im Zeitraffer plötzlich, in den letzten 15, 20 Minuten des Films, passiert mir bei ihr zu viel, um sie anzugleichen an Fury Road. Ich will sowas nicht in einem Film sehen. Lass das doch offen. Mut zur Lücke. Wie bei einer Prüfung. Ja?
Und das ist es dann halt. Also mit einem 2-Stunden-Film, der mir nicht jedes Detail erklärt, wäre ich zufriedener. Die Musik hätte ikonischer sein müssen. Ich habe hier einen eigenen Soundtrack vermisst. Und jetzt kommen wir zu den Positivpunkten. Alles andere. Chris Hemsworth, habe ich gesagt, möchte ich positiv hervorheben. Der hat hier ganz sicher die Zeit seines Lebens gehabt. Ich weiß nicht, ob der noch mal eine geilere Rolle kriegt als diesen Dementis, den er spielt. Vor allem mit seinen ganzen Ideen. Mad Max. Filme leben von diesen völlig übertriebenen Gegencharakteren, diesen absoluten, ja, Antagonisten, die du dir fast lieber anschaust als Max selber. Ja. Und bei Immortan Joe war das halt ein bisschen heruntergefahren. Wenn ich mir jetzt einfach, ja, im ersten war alles noch ein bisschen seicht mit Toe Cutter, dann aber. Für mich ist einfach Humongous der geilste Gegner aus einem Mad Max-Film. Ja, Tina Turner, okay. Die ist mit dem Kettenhemd um ihn rumgesprungen, das 20 Kilo gewogen hat. Das muss man mal hinkriegen, auch noch im Videoclip. Also an der Stelle muss man schon sagen, danke Tina, alles richtig gemacht. Aber das ist halt, was der Chris Hemsworth hier abzieht. Das ist eine ganz andere Liga. Also vor allem auch, wie das Skript ihm das auch zuschreibt, was er da so alles macht. Also das macht schon Freude, einfach die Szenen mit ihm zu sehen. So, dann kommen die Charaktere, auf die ihr euch sowieso schon freuen könnt. Und dann gibt es Verfolgungsjagden, dann gibt es Explosionen, dann gibt es Endzeit, dann gibt es Apokalypse danach und nicht nur jetzt und so weiter. Also absolute uneingeschränkte Guckempfehlung für alle, die jetzt mit dem Genre was anfangen können. Jeder, der jetzt halt irgendwie nicht so viel Lust auf diese Endzeit hat, der ist einfach mit dem Film sowieso nicht gut aufgehoben und er wird auch die anderen nicht gesehen haben. Dennoch, ich würde es mal machen, einfach nur wegen Chris Hemsworth, ja, der halt sehr ausgiebig in diesem Film spielt. So, das war meine, ja, Rezension über Mad Max, Saga Furiosa. Und jetzt, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut doch gerne mal beim Willi von Willis Videotreff oder beim Ingo Filmfreak rein auf deren Kanälen und deren Videos. Ich bin der Marc von Marcos Welt. Wir sehen uns bei meiner nächsten, vielleicht sogar Mad Max Filmkritik wieder.